Wir begrüßen euch ganz herzlich zum großen Finale der Springtime Challenge gemeinsam durchstarten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir geht es gerade richtig gut. Die Tage werden immer länger und auch wenn wir heute richtiges Aprilwetter haben, werden die Sonnenstrahlen auch immer wärmer. Die Blumen blühen, Frühlingsduft und Frühlingsgefühle liegen in der Luft. Also ich finde, der Frühling ist mit Abstand die schönste Jahreszeit. Es ist auch die Zeit, in der ich immer am allermeisten Energie habe, Lust habe, wieder aktiv zu werden, etwas zu unternehmen. Am liebsten natürlich mit Freunden. Naja, und nach den Erfahrungen der letzten Monate sowieso. Geht es euch nicht auch so? Also wir im Campus-Team haben uns gedacht, euch geht es ganz sicher auch so. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie wir mit euch gemeinsam in den Frühling starten können. Wir haben euch ein paar spannende, vielleicht auch knifflige Aufgaben mit in die Ferien gegeben und euch aber natürlich auch tatkräftig dabei unterstützt. Und wir haben uns riesig gefreut, dass so viele von euch so aktiv teilgenommen haben. Ich war ehrlich gesagt auch ein wenig überrascht, denn immerhin waren ja auch Semesterferien. Aber es zeigt ganz deutlich, unsere Community lebt. Ja, und jetzt sind wir hier zusammen, weil wir natürlich wissen wollen, was ihr aus der Springtime Challenge gemacht habt und natürlich, wer die vielen tollen Preise abgesahnt hat. Das werdet ihr jetzt in den nächsten 10 bis 15 Minuten erfahren und das Beste ist, es bleibt spannend bis zum Schluss. Denn gewinnen können heute nicht nur die jeweils Besten aus den Challenges, sondern gewinnen kann heute bei uns absolut jeder Teilnehmer. Wir verlosen heute noch 4 Gutscheine im Wert von jeweils 400 Euro für einen Preis eurer Wahl. Also, dranbleiben lohnt sich. 4 Kategorien, 4 Wochen Zeit, 4 Challenges und ganz viele tolle Preise. Und wir starten jetzt mit unserer ersten Challenge, nämlich die Höhle der Campuslöwen. Viel Spaß! Dr. Brigitte Waffenschmidt ist eine der Campuslöwinnen. Für sie war es eine besonders große Freude, die Studenten bei dieser Challenge zu unterstützen. Ja, die Höhle der Campuslöwen ist eine sehr reizvolle Challenge. Die Königsdisziplin unseres Studiums. Sie erfordert Mut, Kreativität und das entsprechende Know-how. Ich bin total begeistert, wie viele super Ideen die Studierenden hochgeladen haben. Aber leider kann bei einem solchen anspruchsvollen Pitch nicht jeder gewinnen. Kreativität und Mut sind für mich persönlich die beiden wichtigsten Aspekte. Mut ist sicherlich ein wesentlicher Bestandteil für eine erfolgreiche Gründung. Campus-Alumnus Matthias Müller hat bei seiner Gründung nicht nur Mut, sondern auch das Gespür für Trends bewiesen. Und damit ist er sehr erfolgreich. Herzlich willkommen bei Royal Donuts in München. Wir haben Ende Januar eröffnet. Wir wussten, dass unsere Donuts im Trend sind, aber dass das so durch die Decke geht. Die Leute stehen teilweise 3,5-4 Stunden für unsere Donuts an. Wir konnten es selber nicht glauben, selbst in der aktuellen Zeit. Glaubt an eure Träume. Ihr werdet sehen, es lohnt sich. In dieser Challenge gibt es 3 Gewinner, die sich auf ein spannendes, individuelles Coaching beim Startup-Profi Chris Eberl freuen dürfen. Er ist selbst erfolgreicher Unternehmer und auch Startup-Coach. Ich habe schon viele Startups und Gründer begleitet auf dem Weg zu ihrem Erfolg und nun vielleicht auch. Ja, das klingt nach einer wirklich spannenden und vor allem auch anspruchsvollen Challenge. Umso mehr waren wir natürlich erfreut, dass wir so viele, so gute Einsendungen bekommen haben. Es war gar nicht leicht, hier die 3 besten herauszufiltern. Aber es ist so, wie meine Kollegin Brigitte Waffenschmidt schon meinte, es können leider nicht alle gewinnen. In dieser Challenge gibt es insgesamt 3 Gewinner. Alle 3 bekommen den gleichen Preis,
nämlich ein Start-up-Coaching bei dem Münchner Gründergott Chris Eberl. Einem erfolgreichen Start in dem Markt würde damit also nichts mehr im Weg stehen. Und nun möchte ich euch aber nicht mehr länger auf die Folter spannen und ich verrate euch jetzt, wer die Gewinner der Challenge Höhle der Campuslöwen sind. Gewonnen hat Jorina Balzereit, Christoph Öffner und Sydney Peter. Herzlichen Glückwunsch euch dreien. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg beim Startup-Coaching mit Chris Eberl. Und wer weiß, vielleicht sind wir auch schon bald eure nächsten Kunden. Also, ich darf euch versprechen, wenn eure Idee nur halb so süß und lecker ist wie diese Donuts, dann werde ich Stammkunde sein bei euch. Mmh. Köstlich. Mmh. Dieser Donut erinnert mich auch an unsere nächste Challenge. Denn während ich hier genüsslich nasche, haben einige von euch ganz fleißig Kalorien und Kilometer abtrainiert. Nämlich bei unserer nächsten Challenge, dem Mallorca Trail Race. Viel Spaß! Also ich muss wirklich sagen, ich bin richtig stolz auf die Leistung der Studenten am Campus. 145 Kilometer in 4 Wochen, das ist wirklich eine beeindruckende Leistung. Und in manchen Kategorien war es bis zur Zielgerade richtig, richtig spannend. Ich fand es auch echt cool, dass so viele dabei waren und bis zum Ende durchgezogen haben. Die Lauf-Challenge war wirklich spannend gestaltet. Zum einen konnte man mit Hilfe des Running-Tools seine eigene Strecke mitverfolgen und zum anderen konnte man sogar nachsehen, wo sich die Konkurrenz zurzeit befindet. Zur Hälfte der Strecke gab es sogar eine kleine Überraschung für alle Teilnehmer als Ansporn. Leider konnte ich nicht bis zum Schluss durchziehen, da ich mich verletzt habe. Dennoch war es total schön, wieder einmal dieses Gefühl von Community zu verspüren und die Lauf-Challenge hat wirklich Spaß gemacht. Den Preis konnte ich jetzt nun leider auch nicht absahnen, der ziemlich verlockend war. Aber ich gratuliere natürlich allen Teilnehmern und allen Gewinnern, die es bis ins Ziel geschafft haben. Nervenkitzel, Spaß und ein echtes tolles Naturerlebnis. Zu gewinnen gab es eine Canyoning-Tour in Lenggries. Die nächste Challenge wartet auf euch. Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Gewinner. Das war eine super Lauf-Challenge und jetzt freue ich mich auf meine Canyoning-Tour. Vielen Dank an den Campus für die überragende Organisation der Springtime Challenge und Dankeschön für den starken Preis. Es war mir wirklich eine Ehre und Freude, dass ich diese Challenge mit euch gemeinsam laufen durfte und euch bei der Challenge begleiten durfte. An dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön und Glückwunsch an meine Kollegen. Einige Mitarbeiter und Dozenten waren ja auch dabei und haben wirklich eine beeindruckende Leistung abgerufen. Nur Claudia, was war mit dir? Warum bist du nicht mitgelaufen? Wo warst du? Ja, Marc, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, bei dieser Challenge wäre ich euch keine große Hilfe gewesen. Aber ich sag dir was, wenn das Campus-Team mal nach Mallorca verreist, dann bin ich sofort dabei. Sonne, Strand, Meer, ein lecker Cocktail, alles, was das Herz begehrt. Richtig Urlaubsfeeling, darauf hätte ich wieder mal so richtig Lust. Ich denke, darauf müssen wir noch ein wenig warten, mindestens bis zu den nächsten Ferien. Was wir aber jetzt schon haben können, ist ein wenig Urlaubsfeeling mit den spannenden Reiseberichten unserer Autoren der Best Travel Story. Viel Spaß! Wichtiger Teil meines Lebens. Ich glaube, dass es wenig Phasen im Leben gibt, in denen man sich so intensiv weiterentwickelt, wie wenn man auf Reisen ist. Ich wüsste nicht, welches die tollste Reise meines Lebens ist, weil ich schon viel gereist bin und viel gesehen habe,
Aber besonders beeindruckend war für mich Mexiko, vor allem deswegen, weil ich auf dieser Reise gleich zwei meiner größten Ängste überwunden habe. Einmal Schwimmen im offenen Meer und zweitens Schwimmen mit riesengroßen Tieren, in dem Fall Walhaien. Es war mit weitem Abstand das verrückteste und gleichzeitig tollste Erlebnis. Und weil ich mich immer noch gerne daran zurückerinnere, habe ich mich besonders über eure spannenden Urlaubsstories sehr gefreut. Für diese Challenge hat sich das Campus-Team richtige Reiseexperten an die Seite geholt. Die Reisedepeschen betreiben einen der erfolgreichsten Reiseblogs Deutschlands und zudem einen Verlag für Reisebücher. Die Verleger Johannes Klaus und Mariana Hilmer sind Teil der Jury. Als ich 2010 von meiner Weltreise zurückkam, war mir noch nicht klar, dass gerade die Reise so mein Leben verändern würde. Ich hatte einen Reiseblog gemacht und schnell kamen viele andere Autoren dazu. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, darüber zu schreiben und seine Erlebnisse zu teilen und andere zu inspirieren. Look up, live free, dream big and see. The world is yours, the world is yours. Give all you have to give. The world is yours, the world. Teil der Jury zu sein für die Best Travel Story hat uns besonders viel Spaß gemacht. Ich wusste überhaupt gar nicht, worauf ich mich da einlasse und war echt überrascht, wie viele tolle Reisegeschichten wir bekommen haben. Die Auswahl ist nicht leicht gefallen, aber eines steht fest, die beste Story würden wir total gerne auf unserem Reisedepeschen-Blog publizieren. Vielleicht der erste Schritt in eine Bloggerkarriere? Zu gewinnen gibt es neben der Veröffentlichung in einem von Deutschlands erfolgreichsten Reiseblogs auch, passend zur Challenge, ein Wellnesswochenende der Extraklasse und zwei Thermengutscheine für eine kurze Auszeit. Aber wer hat denn nun gewonnen? Ja, das ist eine gute Frage. Wer hat hier gewonnen? Das ist nochmal richtig spannend, denn es gab ganz, ganz tolle Preise zu gewinnen. Es gab insgesamt drei Gewinner. Platz 2 und 3 bekommen jeweils einen Thermengutschein für zwei Personen. Einfach mal einen Tag die Seele baumeln lassen. Ich denke, das kann jeder gut einschieben. Und gewonnen hat Lisa Rehls mit ihrer Geschichte Glück im Unglück und Stefan Heimbucher mit seiner Geschichte Das große Wiedersehen. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Wirklich ganz, ganz tolle Geschichten. Und nun nochmal richtig Spannung, denn wer hat den ersten Platz gemacht? Der erste Platz ist ein Wellness-Wochenende im 5-Sterne-Hotel für zwei Personen. Da könnte man schon ein bisschen neidisch werden. Und obendrauf natürlich noch die Veröffentlichung im Reiseblog der Reisedepeschen. Jetzt sind wir neugierig, wer diesen ersten Platz gewonnen hat. Es ist eine Masterstudentin, darüber freue ich mich natürlich ganz besonders, nämlich Stefanie Lux mit ihrer Geschichte Die Tür in eine andere Welt. Herzlichen Glückwunsch an alle drei Gewinner. Ich habe eure Geschichten schon gelesen und war wirklich ganz, ganz begeistert. Da kommt richtig Urlaubsfeeling auf. Und die Geschichte von Stefanie können wir ja bald alle lesen, und zwar im Reiseblog der Reisedepeschen. Ihr findet den Link hier eingeblendet. Hallo Claudia. Hallo Nick. Überraschend mit einem Urlaubscocktail. Ja, das ist ja wirklich zur Jahreszeit. Wirklich eine Überraschung und sehr passend. Den nehme ich natürlich sehr gerne. Dankeschön. Du aber, du bist sicherlich nicht nur da, um mit mir einen Cocktail zu trinken, oder? Ganz genau. Ich war mit Jurymitglied von der Challenge Fashion Maker hier jetzt am Campus in den letzten Wochen. Und wir haben uns jetzt für Top 5 Kandidaten entschieden, die wir jetzt hier veröffentlichen wollen.
Ja, und dann wird es nochmal richtig spannend, denn unsere Jury hat nur die 5 besten Fotos ausgewählt. Aber ihr, also unsere Campus-Community, darf nun die 2 Gewinner wählen. Ganz richtig. Wir haben Top 5 Kandidaten nochmal herausselektiert, die wir von den ganzen Einsendungen jetzt eben herausgefunden haben. Wir haben uns viele Gedanken dazu gemacht. Und die 5 Kandidaten wollen wir euch jetzt vorstellen. Die werden jetzt dann gleich eingeblendet als Bilder. Ihr habt dann die Chance per Nummern, also wir werden keine Namen zeigen, sondern nur die Nummern, richtig Claudia? Richtig. Per Nummern einfach unser Video hier zu kommentieren, was denn eure 5 coolsten Looks sind, denn das wollen nicht nur wir entscheiden, sondern natürlich auch ihr. Und dann sind wir gespannt, wer hier das Modeshooting, also das zu gewinnen gibt es ein Modeshooting mit einem professionellen Fotografen, an dem man sich nochmal richtig modisch ausleben kann, gewinnen wird und wie dann die Fotos am Ende aussehen werden. Ja, am besten ihr gebt eure Stimme jetzt gleich ab, aber wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, dann könnt ihr euch auch noch ein bisschen Zeit lassen, denn wir lassen das Voting geöffnet bis morgen 10 Uhr. Also, morgen um 10 Uhr werden die beiden Gewinner vom Fashion Maker auch feststehen. Viel Erfolg! Wir haben jetzt alle Preise aus unseren Challenges vergeben, aber es bleibt weiterhin spannend. Wir hatten die letzten 10 Minuten jetzt viel Spaß. Wir haben hoffentlich einigen Studenten eine große Freude bereitet mit tollen Preisen. Und wir freuen uns natürlich mit allen Gewinnern mit. Aber wir haben noch gar nicht alle Gewinner, denn es gibt ja immer noch die 4 Gutscheine im Wert von jeweils 400 Euro. Und diese werden wir jetzt gleich verlosen. Wir haben hier eine Vase vorbereitet mit ganz vielen zusammengefalteten Zetteln. Das sind alle Teilnehmer unserer Springtime Challenge 2021. Und gut, dass heute unser Nick da ist, denn Nick, du bekommst jetzt gleich noch eine weitere Funktion. Neben dem Fashion-Profi darfst du jetzt auch gleich unsere Glücksfee sein. Bitte, du darfst aus diesem Pottich unsere 4 Gewinner der Gutscheine ziehen. Das ist mir eine Ehre. Vielen Dank, Claudia. Bin ich mal gespannt. Die Ehre als Glücksfee hatte ich noch nie, um ehrlich zu sein. So, Nummer 1 Gewinnerin ist Kalina Kurok. Herzlichen Glückwunsch zu dem 400-Euro-Gutschein. Nummer 2 haben wir den Marvin Schatz. Auch dir Glückwunsch zu einem 400-Euro-Gutschein. Außerdem hat gewonnen an dritter Stelle Vanessa Dörries. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Und zu guter Letzt die letzte Gewinnerin ist Luisa Dix. Herzlichen Glückwunsch zu den 400 Euro, euch Vieren. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Also ich glaube, besser kann das Sommersemester gar nicht starten. Und vielen Dank auch dir, Nick, dass du heute da warst. Du bist für... Da muss ich unterbrechen, weil ich jetzt nochmal nach hinten muss. Und auch vielen Dank, Nick, dass du heute dabei warst. Also. Für mindestens 4 Studenten bist du jetzt ein wahrer Glücksbringer. Das stimmt. Ja, wir haben nun jetzt wirklich alle Preise vergeben. Und daher bleibt mir nur noch, mich bei euch zu bedanken. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all unseren Freunden und Partnern, die die Challenge unterstützt haben. Ganz besonders möchte ich mich beim Campus-Team bedanken, bei all meinen lieben Kolleginnen und Kollegen, denn wir haben diese Challenge gemeinsam auf die Beine gestellt. Und last but not least möchte ich mich natürlich auch bei euch bedanken, bei unserer Campus-Community. Schön, dass ihr alle so aktiv teilgenommen habt. Ohne euch hätte es diese Springtime-Challenge nicht geben können.
Vielen Dank. Wir freuen uns jetzt auf ein ganz spannendes, sensationelles Sommersemester 2021 mit vielen tollen Projekten und Erlebnissen. In diesem Sinne, vielen Dank und bleibt gesund. Ja.